Das war ein Täterort, das Hotel Silber in Stuttgart. Während des Nationalsozialismus die Zentrale der Gestapo für Württemberg und Hohenzollern, heute ein Ort der politisch-historischen Bildungsarbeit, ein Ort des Lernens und Erinnerns. In der Außenstelle des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg kann man sich unter anderem darüber informieren, welche Rolle das ehemalige Hotel Silber in der NS-Zeit spielte. Die Dauerausstellung zu Polizei und Verfolgung zeichnet ein Bild der Täter und auch der Täterinnen und deren Lebensgeschichten. Auch auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geht die Ausstellung ein, dass das Hotel Silber Sitz der Stuttgarter Kriminalpolizei geworden war und dort ehemalige Gestapo-Beamte und ehemalige Verfolgte des NS-Regimes zusammenarbeiteten. Und damit umreißt dieser kleine Einblick in das Hotel Silber schon vieles, über das wir heute Abend sprechen werden bei unserem Web Talk Warum Täterforschung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Marc Kleber, ich bin Journalist beim Südwestrundfunk und ich darf Sie durch diesen Web Talk begleiten. Ich stelle Ihnen gleich die Referentin und die beiden Referentinnen des Web Talks vor. Ganz kurz von mir, Herr Schulz hat schon von einer kleinen Dramaturgie gesprochen, ein paar Infos zum Ablauf. Sie können jetzt, wenn Sie die Präsentation minimieren wollen, auf das blaue Feld rechts oben klicken. Dann wird die Präsentation kleiner. Sie sehen die sprechenden Grüße, in diesem Fall erstmal mich. Was erwartet Sie heute Abend? Wir haben die Veranstaltung in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil sprechen wir über die Täterforschung. Wir sprechen über Beispiele und stellen die wichtigsten Fragen zu diesem Thema. Im zweiten Teil, so ab etwa 20 vor 8, Viertel vor 8, haben Sie die Möglichkeit, dann Ihre Fragen hier in den Chat zu stellen. Geplant haben wir, dass wir ungefähr eine Stunde beisammen sind. Wenn es etwas länger ist, etwas länger wird, dann hoffe ich auf Ihr Verständnis und Ihr Interesse. Schieben Sie alles auf mich. Bei mir hier in den Räumen der Landeszentrale für politische Bildung, wo wir sind, sind Lea-Theresa Berg vom Haus der Geschichte Baden-Württemberg und Andreas Schulz, ihn haben Sie gerade schon gesehen, von der Landeszentrale. Wir sind hier zusammen in einem Raum, ganz Corona-konform, beachten die 3Gs und Herr Schulz und Frau Berg haben gewissermaßen das Organisatorische im Hintergrund in der Hand und sorgen für den reibungslosen Ablauf. Dafür schon mal vielen Dank. Nicht bei uns im Raum, sondern zugeschaltet sind Professor Dr. Cornelia Rau. Sie ist Professorin für deutsche und europäische Zeitgeschichte an der Universität Hannover. In ihrer Dissertation an der Universität Tübingen hat sie sich bereits mit dem Nationalsozialismus im deutschen Südwesten beschäftigt. Ihre gemeinsam mit Hartmut Berghoff verfasste Biografie des württembergischen NS-Funktionärs und Unternehmers Fritz Kien wurde unter anderem als historiografische Meisterleistung bezeichnet. Guten Abend, Frau. Guten Abend, ich freue mich dabei zu sein. Heute Abend auch dabei ist Dr. Wolfgang Proske. Er ist Herausgeber und Mitautor der Buchreihe Täter, Helfer, Trittbrettfahrer. Zu Beginn des Projekts war dem Diplom-Sozialwissenschaftler und Geschichtslehrer noch nicht klar, dass daraus einmal eine Reihe mit 10 Bänden zu Baden-Württemberg werden sollte, in der seit 2010 fast 130 Autorinnen und Autoren in über 200 Artikeln NS-Belastete aus allen Regionen des Landes untersucht haben. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Proske. Guten Abend. Mit hier in der Runde ist Thomas Stöckle. Er leitet die Gedenkstätte Grafenegg und ist Autor vieler Veröffentlichungen zu den sogenannten Euthanasieverbrechen der Nationalsozialisten. Sie machten aus dem Heim für Menschen mit Behinderung in Grafenegg eine Tötungsanstalt. Im Jahr 1940 wurden dort systematisch 10.654 Menschen mit Behinderung ermordet im Rahmen der sogenannten Aktion T4. Hallo, Herr Stöckle. Wenn ich gleich mit Ihnen beginnen darf, Herr Stöckle, es gibt ja ganz erschütternde Geschichten über die Opfer.
Man kennt nicht alle Namen der Ermordeten, aber man kennt die Namen von fast 10.000 Männern, Frauen und Kindern. Und diese Namen finden sich in der Gedenkstätte Grafeneck ja auch wieder in einem Namensbuch. Welche Rolle spielen denn in Grafeneck in der Gedenkstätte die Darstellung der Täter und der Täterin? Herr Kleber, Sie sagen es. In Grafeneck wurden 1940 über 10.000 Menschen ermordet. Zu dem Ergebnis kam schon das Schwurgericht in Tübingen 1949. Und an so einem Ort stellt sich natürlich die Frage auch nach den Tätern, völlig klar, weil sie sind integraler Bestandteil dieser Geschichte von Grafeneck und dieser, nennen wir es mal, Verbrechensgeschichte. Die Täter spielten in den ersten Jahren und Jahrzehnten der Gedenkstätte eine relativ untergeordnete Rolle, wie übrigens die Opfer auch. Also sozusagen erst mit dem Bau der Gedenkstätte 1990 wurde dieses Verbrechen, ich würde jetzt mal sagen, manifest, 50 Jahre nachdem diese Verbrechen passiert sind. Und im Jahr 2005 wurde diesem Ort der Erinnerung, also der Gedenkstätte, wurde ein Ort der Information, ein Dokumentationszentrum nachgereicht. Und in diesem Dokumentationszentrum, um es jetzt mal ganz so kurz zu sagen, spielen die Täter natürlich eine große Rolle. Sie spielen sogar eine zentrale Rolle. Ich war vor ein paar Monaten nochmal gefragt, die eigene Ausstellung, was man ja sehr selten macht, zu reflektieren und darüber nachzudenken, was man so ausstellt in so einer Dauerausstellung, die es jetzt seit über 15 Jahren gibt. Und ich kam dann zu dem Ergebnis, dass die Täter eine elementare Rolle in der Ausstellung spielen. Das hat natürlich damit zu tun, dass es im Jahr 2000 über die Opfer sehr, sehr wenige Informationen gab. Und wir folgen der Erzählung, dass dieses Verbrechen in Grafeneck ein staatliches, arbeitsteiliges Großverbrechen war. Staatlich, weil von staatlicher Seite angeordnet, mit staatlichen Beamten weitestgehend durchgeführt. Arbeitsteilig, weil ganz, ganz viele Täter und Institutionen vertreten waren und groß, weil die Zahl der Opfer bei über 10.000 lag. Insofern, die Täter spielen eine, wenn nicht in der Dauerausstellung sogar, die zentrale Rolle. Über die Rolle von Täterinnen und Tätern und der Täterforschung in der politischen Bildungsarbeit werden wir später auch nochmal sprechen. Es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Grafeneck und dem Hotel Silber. Das eine ist eine Gedenkstätte, das andere ein Erinnerungsort, ein Täterort, ein ehemaliger. Aber an beiden, Frau Rau, spielt die Täterforschung eine Rolle. Warum Täterforschung ist in dieser Web-Talk überschrieben? Wie lautet Ihre Antwort auf diese Frage, wenn wir das an dieser Stelle mal, bevor wir es dann vertiefen, leicht vorwegnehmen? Ja, darauf kann man zwei Antworten suchen und finden. Das eine klang bei Herrn Stöckle eben schon an. Es gibt über die Täter ungemein viel Information, die seit roundabout 20, 25 Jahren auch zugänglich ist. Als ich meine Dissertation geschrieben habe, galten noch die Archivsperrfristen und das alles war unglaublich schwierig zu erforschen. Mittlerweile kommt man an die Täterakten, die sowohl während der NS-Zeit von den akribischen Bürokraten der Nationalsozialisten angelegt wurden, wie dann im Zuge der Nachkriegsaufarbeitung, Entnazifizierungsakten, Nachkriegsprozesse, Prozesse der späten 50er und 60er Jahre, Überwachung aus der DDR und schließlich der zentralen Stelle in Ludwigsburg, die ja im Auftrag der Justiz der Länder die Belastungen der Täter im engeren Sinne der Shoah dokumentiert hat. Also das ist alles Material, was uns die NS-Zeit als verbrecherische Zeit zugänglich macht und über das wir leichter Zugang finden als über die kaum auffindbaren Opferbiografien. Nicht? Wir haben zwar dürre Namen der Opfer, aber selten eben so dichtes Material wie für die Täterseite. Das ist der ganz pragmatische Grund, warum Täter auch dann, wenn es nicht darum geht, spezifische Verbrechen wie in Grafenau aufzusuchen, sondern wenn es ganz allgemein etwa um die Kriegszeit geht, warum da Täterakten hilfreich sind. Und ich habe jetzt schon angedeutet, dass der Täterbegriff ist mittlerweile sehr undifferenziert. Also er stammt aus der Justizsprache, eigentlich aus dem Strafrecht.
wird aber, seitdem wir uns jetzt schon Jahrzehnte mit NS-Tätern beschäftigen, mittlerweile fast für jede Person, die nicht dezidiert Opfer ist, benutzt. Und daher rührt auch so ein bisschen mein Unbehagen, wenn wir von Täterforschung sprechen. Das war also der pragmatische Grund, warum Täterforschung. Und dann gibt es noch den, ich nenne es jetzt mal erkenntnistheoretischen Grund, das ist ein bisschen hochtrabend. Aber in Anlehnung an Sebastian Haffner, den Publizisten, der jetzt schon seit einigen Jahren verstorben ist, der 2000 die Erinnerungen eines Deutschen geschrieben hat, der deutlich gemacht hat, es gibt Geschichte unterschiedlicher Intensitätsgrade. Und er hat es dann auf biografische Geschichte reduziert. Ich würde es auf personenbezogene ausweiten. Personenbezogene Forschung erreicht einen viel höheren Intensitätsgrad mit Haffner, um uns vor Augen zu führen, wie fundamental diese rassistische Revolution, die mit der nationalsozialistischen Machtübernahme begonnen hatte und bis zur gewaltsamen Niederlage gereicht hat, wie fundamental die unsere Gesellschaft umgewälzt hat. Und man kann das eben aus Täterperspektive, aus den genannten Gründen, leichter zu fassen bekommen. Intensitätsgrad, den Begriff haben Sie gerade verwendet, zitiert von Sebastian Haffner. Und wenn man den anlegt, müsste man sagen, dass die Buchreihe Täter, Helfer, Trittbrettfahrer nach diesem Maßstab einen hohen Intensitätsgrad hat. Herr Broske, Sie beschäftigen sich jetzt seit 11 Jahren mit diesem Projekt und sind jetzt dran, nachdem Sie über Baden-Württemberg gearbeitet haben und NS-Belastete hier im Land, auch über NS-Belastete in Bayern Untersuchungen zu machen. Warum ist Ihnen diese Täterforschung so wichtig, dass Sie sie weiter vorantreiben? Also zum einen möchte ich natürlich an das anschließen, was jetzt schon gerade gesagt worden ist. Vielleicht kann ich aber gleich an dieser Stelle auch noch einmal auf diesen Täterbegriff eingehen. Aus Sicht sind Täter nicht nur die Mörder, sondern das sind auch diejenigen, die die Voraussetzungen für den Holocaust geschaffen haben, ohne selber zu morden. Es sind also jene, um jetzt mal die Definition zu nehmen, die wir in der Buchreihe genutzt haben, die selbstbestimmt und in Übereinstimmung mit der NS-Ideologie Menschen schädigten oder anderen entsprechende Anweisungen gaben. Und das geschah eben nicht nur im Zusammenhang mit den Killing Fields, insbesondere in Osteuropa, sondern auch in der Heimat, fern von der Front, wo politische Gegner verfolgt wurden von der Gestapo, von Parteifunktionären, wo die Spirale zur Vernichtung der Juden in Gang gesetzt wurde. Beginnend mit Mobbing und Ausgrenzung, über Verbote bis hin zur Deportation und der Aneignung des zurückgelassenen Eigentums. Wenn das alles berücksichtigt wird, dann sprechen wir, meine ich, von etwa 500.000 Tätern. Und die Zahl ließe sich noch einmal erweitern, wenn auch die ausländischen Kollaborateure berücksichtigt würden. Letzten Endes ist die Zahl der Täter eine Frage der Definition, wer als Täter gelten soll. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den ich vielleicht anfügen darf, weil Sie vorhin erwähnt haben, dass ja nun nach Baden-Württemberg auch Bayern drankommt. Ich glaube, dass sich die Täterforschung sachlich nicht auf Regionen begrenzen lässt. Es gab die Täter überall, in jeder Region, jedem Ort, jeder Straße, vielleicht sogar in jeder Familie oder in einer Mehrheit von Familien. Die Frage ist insofern meines Erachtens nicht, wieso Täterforschung nun auch in Bayern vorangetrieben wird, sondern eher, warum sie in einer bestimmten Region noch nicht umgesetzt wird. Grundsätzlich muss die Täterforschung überall dort betrieben werden, wo es den Nationalsozialismus gab und auch dort Täter, Helfer und Trittbrettfahrer bereits einige Fälle publiziert hat, war das immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die allermeisten Fälle sind noch nicht behandelt worden und warten darauf, aufgegriffen zu werden. Wir brauchen vor Ort noch viel mehr Grundlagenforschung, um zu verstehen, warum und wie der Nationalsozialismus auf lokaler Ebene funktionierte. Und das ist sicherlich eine ganz starke Motivation, die ich wahrnehme. Ganz kurz im Hintergrund höre ich immer wieder eine Glocke. Falls Sie das auch hören, lassen Sie sich bitte nicht irritieren.
Das steuert Big Blue Button bei. Das ist das Geräusch, der Klang, der anzeigt, dass noch jemand in dieser Veranstaltung dabei ist, zum Webtalk dazukommt. Und das ist ein gutes Zeichen. Wir wünschen uns natürlich möglichst viel Aufmerksamkeit. Täterforschung. Lassen Sie uns noch einmal einen Blick ins Hotel Silber werfen. Kurator Friedemann Rinke erklärt, welche Rolle Täterforschung für die Dauerausstellung dort spielt. Hallo und viele Grüße aus dem Hotel Silber. Dieser Ort, dieses Gebäude hier, war im 20. Jahrhundert jahrzehntelang Polizeidienststelle. Von 1928 bis Anfang der 80er Jahre. Zwischen 1933 und 1945 war das Gebäude die Zentrale der Geheimen Staatspolizei für Württemberg und Hohenzollern. Das macht diesen Ort zu einem Täterort. Wir tragen hier in der Ausstellung dieser Charakterisierung dieses Ortes Rechnung. Wir beschäftigen uns intensiv mit den Männern und Frauen, die hier im Hotel Silber gearbeitet haben. Voraussetzung für diese Auseinandersetzung ist allerdings ein fundiertes, breites Wissen darüber. Das heißt, als wir mit diesem Projekt hier begannen, war eine unserer ersten Aufgaben tatsächlich, das Personal in den Blick zu nehmen. Welche Männer und Frauen arbeiteten hier? Wo kamen sie her? Mit welcher Motivation kamen sie hier? Wie arbeiteten sie eigentlich? Das heißt, dieses Feld der Täterforschung ist eine ganz wichtige Grundlage für dem, was wir hier zeigen und was wir hier machen. Sie stehen im Mittelpunkt dieser Ausstellung. Das heißt nicht, dass diejenigen, die unter dieser Verfolgung gelitten haben, hier keinen Platz hätten. Im Gegenteil, wir schauen ganz genau darauf, welche Folgen dieses Handeln der Gestapo und der Polizei für Menschengruppen hatte. Aber unser erster Zugang, unsere erste Fragung gilt tatsächlich den Tätern hier. Und auch wir wollen in diesem Webtalk uns mit den Täterinnen und Tätern zunächst einmal beschäftigen, um beispielhaft zu zeigen, zu welchen Ergebnissen, Erkenntnissen die Täterforschung kommt. Und deswegen würde ich gerne jetzt beginnen mit einem Mann, den man vermute ich, aber genau darüber kann man auch sprechen, als Schreibtischtäter bezeichnen würde. Ernst Niemann, eine Zeit lang Leiter der Devisenstelle in Stuttgart. Frau Professor Rau, was hat Ernst Niemann getan, was ihn zum Täter macht? Ja, also vorab, diesen Aufsatz über Ernst Niemann habe ich ja in der Reihe Täter, Helfer, Trittbrettfahrer veröffentlicht. Ernst Niemann war 2 Jahre lang Leiter der Devisenstelle in Stuttgart. Reichsweit gab es 37 solcher Devisenstellen. Und nach meiner Kenntnis hat kein anderer Reichsbankrat, waren in der Regel die Beamten, die da an der Leitung saßen, einen solchen Rekord erzählt wie Niemann, der nach 1945 von der Spruchkammer Stuttgart zum Hauptschuldigen erklärt wurde. Niemann hat in den Worten H.G. Adlers, eines bekannten Historikers, der sich mit dem bürokratischen Mord an den Juden beschäftigt hat, der verwaltete Mensch, der Titel dieser in den 70er Jahren veröffentlichten Studie. Niemann hat den Finanztod der Juden, der dem der physischen Ermordung vorausging, organisiert. Und er hat es auf so rabiate, gehässige Art und Weise als Antisemit praktiziert, dass er die Hassfigur und das Schreckgespenst, wie es in den Quellen heißt, der Stuttgarter Juden war. Einer der Anwälte, die nicht in die Emigration gingen, sondern in Stuttgart als sogenannter Rechtskonsulent während des Krieges Mandanten vertrat, hat in der Nachkriegszeit ausgesagt, ein Gang zu Niemann sei schlimmer gewesen als ins Hotel Silber. Also lieber, was heißt lieber, also die Gestapo war weniger gefürchtet als dieser Behördenleiter. Seine Aufgabe war es, möglichst viel vom Hab und Gut, das die Juden, bevor sie in die Emigration gingen, mitnehmen konnten, möglichst viel für die Reichsfinanzen zu konfiszieren.
Die Bestimmungen dazu wurden im Laufe der Jahre seit 1933 ständig restriktiver, kurz vor Kriegsbeginn, als überhaupt die Auswanderungsmöglichkeiten nahezu gegen Null gingen, blieben vom Gesamtbesitz rechnerisch noch 4%, die die Eigentümer von Barschaften oder Immobilien oder Gewerbeunternehmen mitnehmen konnten. Ja, das war Ernst Niemann, gegen das er eine relativ harte Bestrafung in der Nachkriegszeit relativ im Maßstab des Umgangs mit anderen Devisenstellenleitern hinnehmen musste, lag daran, dass diejenigen Juden, die entweder überlebt hatten im Exil oder auch vor Ort in Stuttgart, sich über die israelitische Gemeinde organisieren konnten und ein transnationales Netzwerk hat Belastungszeugnisse zusammengetragen. Und es hat sich dann also ein erheblicher Bestrafungswille auch bei der Zentralspruchkammer Stuttgart geltend gemacht, sodass er vermutlich, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, als allerletzter Fall, der noch entnazifiziert wurde, dieses Verfahren durchlief. Und obwohl er auf krank machte, obwohl er eine große Familie mit 7 Kindern hatte und der Alleinernährer war, hat all das nicht zu irgendwelchen Herabstufungen geführt, was im Rahmen der Entnazifizierung ja breit praktiziert wurde. Also die Mitläuferfabrik hat man das ja genannt. Damit haben Sie gewissermaßen schon ein Kapitel, über das wir später auch noch sprechen wollen, nämlich wie die Täterforschung die Zeit nach 1945 in den Blick nimmt, angesprochen. Damit wir Zeit haben, über solche Fragen zu sprechen, versuche ich das am Anfang, auch wenn das natürlich viel mehr Zeit verdient, das etwas zusammenzufassen und zu fokussieren. Würde gerne jetzt einfach die beiden anderen noch daneben halten, damit wir dann im Anschluss sprechen können über Tätertypen. Und würde gerne Herrn Proske einladen, uns zu erzählen über Gottlieb Hering, der als Kriminalpolizist gearbeitet hat und im Nationalsozialismus, Herr Proske, kann man das so sagen, eine furchtbare Karriere gemacht hat? Das kann man sicher so sagen, wenngleich das jetzt ein ganz anderer Täter ist als der soeben beschriebene Niemann. Der Gottlieb Hering war eigentlich ein Sympathisant der SPD gewesen, hat aber 1933 sich überreden lassen, von einem Freund und Förderer in Göppingen der SPD beizutreten, nicht aus innerer Überzeugung, sondern weil er im württembergischen Polizeidienst verbleiben wollte. Er wäre höchstwahrscheinlich herausgeflogen, weil ihn die örtlichen Nazis als Nazifresser und Ähnliches bezeichnet haben. Er musste also, wenn er weiterhin im Polizeidienst arbeiten wollte, 150% funktionieren. Denn er hatte eine Biografie, die ihm jederzeit vorgehalten werden konnte. Er musste Zweifel an seiner Person im Vorhinein ausschließen. So war er beispielsweise zuletzt SS-Hauptsturmführer, ohne jemals Mitglied der SS gewesen zu sein, also vergleichbar mit der Wehrmacht, mit einem Hauptmann, einem Offiziersrang. Ich kann das alles aber hier nur andeuten, um zu zeigen, wie kompliziert solche Einzelfälle im Detail sein können. Hering wurde 1887 in Warmbronn in der heutigen Gemeinde Leonberg geboren. Er wurde Kriminalpolizist und betätigte sich auch als Polizeigewerkschafter. Dabei lernte er Christian Wirth kennen, einen frühen Nazi und späteren Kriegsverbrecher, in dessen Schatten und als dessen Werkzeug er fortan funktionierte. Zuerst war er ab 1940 mitverantwortlich für die Krankenmorde, für einige an verschiedenen Orten. Ich bin mir nicht sicher, ob auch Grafeneck, aber ich glaube, nein, nicht in Grafeneck, aber sicherlich in Hadamar und einigen anderen Orten. Er kam daraufhin, als das beendet wurde, zur Aktion Reinhardt in Polen, die ja unmittelbar an diese Krankenmorde anschloss. Wie wir heute wissen, auch das Personal wurde dann in diese Aktion Reinhardt versetzt, wo er mitbeteiligt war, um systematisch 1,8 Millionen Juden bzw. zu ermorden, und wurde damals von Himmler als einer seiner, Zitat, fähigsten Mitarbeiter belobigt.
Man ließ ihn danach in Stuttgart in eine freie Stelle als Kriminalinspektor ein, beschäftigte ihn aber im KZ Belsitz, zunächst als Stellvertreter von Wirth, dann als sein Kommandant. Hier fungierte er de facto als eine Art Versuchsleiter in einer Art Learning by Doing, um herauszufinden, wie sich möglichst viele Menschen bei geringstmöglichem Aufwand beseitigen lassen. Nachdem eine halbe Million Menschen auf diese Weise gestorben war, man weiß heute, dass in Belsitz nur 7 Menschen dieses Lager überlebt haben, wurde er Chef im KZ Poniatowa. Hier ging es um die maximal mögliche Verwertung der letzten Habe der Ermordeten, Kleidung und so weiter. Schließlich wurde er wieder zusammengebracht, nach Trieste in Italien versetzt, um dort im KZ Risiera di San Saba dafür verantwortlich zu sein, die letzten dort noch lebenden Juden zu berauben und zu deportieren. Nach Kriegsende starb er unter ungeklärten Umständen in Stetten im Remstal. Hering gehörte meines Erachtens zu den übelsten Nazi-Figuren überhaupt. Ich erinnere an seine wichtigste Funktion nochmal: Wie lassen sich möglichst mit geringstmöglichem Aufwand beseitigen? Dennoch ist er in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Sein Fall zeigt, dass man kein weltanschaulich überzeugter Nazi sein musste, um zum Kriegsverbrecher zu werden, sondern dass es genügte, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Vielen Dank. Das ist ein ganz anderer Tätertyp, haben Sie gesagt. Ich merke schon, das Thema ist mehr als abendfüllend, logischerweise. Ich würde Sie bitten, lieber Herr Stöckle, sich, wenn das möglich ist, ein wenig kürzer zu fassen, damit wir dann auch die Gelegenheit haben, tatsächlich in die Fragen einzusteigen, die sich mit diesen Biografien verbinden, unter anderem der von Dr. Horst Schumann, dem ärztlichen Kommandanten in Grafeneck. Herr Kleber, ich möchte es probieren mit dem Kurzfassen. Dieser Dr. Horst Schumann, ein Mediziner, wie Sie schon angedeutet haben, im Grunde ein Tätertypus der dritten Art. Wir haben ganz unterschiedliche, wie wir jetzt schon bekommen haben, ganz unterschiedliche Tätertypen. Der war nach 1900 geboren, also ein vergleichsweise junger Mann, 1905, glaube ich, geboren, der war etwas über 30, kam Ende 1939 nach Grafeneck. Bei Tätern stellt sich auch immer sofort die Frage, wie kommen sie an einen Ort, mit dem man jetzt im Nachhinein als Tatort definiert. Und bei diesem Dr. Horst Schumann wissen wir, der kam da auf freiwilliger Basis dahin, also den hat niemand dahin gezwungen oder abgeordnet, sondern er wurde gefragt, hat sich Bedenkzeit ausgebeten und hat dann zugesagt, diese Verpflichtung in Grafeneck einzugehen. Wie gesagt, er war jung, er war Mediziner, hatte in Halle an der Saale studiert, war dort Amtsarzt, also Stadtmediziner, und kam über Netzwerke nach Grafeneck. Ich glaube, das gilt für fast alle Täter, dass sie eingebunden waren in Netzwerke, dass das keine isolierten Individuen waren, sondern dass es da Täternetzwerke oder Täterkollektive gab. Und über so ein Netzwerk kam dieser Dr. Horst Schumann nach Grafeneck. Was macht er da als Mediziner? Auch nur ganz, ganz kurz. Es klingt sehr, sehr hart. Er war verantwortlich dafür, das Gas einzulassen. Das heißt, im juristischen Sinn, wir haben vorhin von dem Täterbegriff gesprochen, ist der bei diesem Dr. Horst Schumann völlig undiskutabel, ob der zutrifft oder nicht zutrifft oder halb zutrifft. Also er leitet das Gas ein und erstickt die Patienten oder die Heimbewohner, die dann nach Grafeneck deportiert werden. Er war 6 Monate in Grafeneck, bevor er dann im April, Mai überwechselte nach Pirna-Sonnenstein. Das war im Grunde genommen eine Paralleleinrichtung zu Grafeneck in Sachsen. Noch später, Herr Boske hat es angedeutet, auch er findet sich im Holocaust wieder als Täter, wohlgemerkt. Er steht an der Rampe in Auschwitz-Birkenau. Und es gibt eine große Dokumentation, eine Quellensammlung von Kaiser Novak Schwarz, das sind 3 Historiker, die heißt Politische Biologie in Deutschland 1895 bis 1940. Die schreiben ein fantastisches Vorwort zu dieser Quellensammlung. Und es endet mit dem Satz, mit dem ich auch enden möchte: Der Arzt stand an der Rampe von Auschwitz und der Weg dorthin ging über Grafeneck. Vielen Dank, Herr Stöckle. Wir haben jetzt über Täter gesprochen.
Wir werden gleich auch noch über Täterinnen im Nationalsozialismus sprechen. Frau Rau, das, was wir jetzt gehört haben, diese drei Täterbiografien, die hätte man ja über lange Zeit so gar nicht in den Blick genommen. Könnten Sie uns einen kurzen Überblick geben, wie sich die Täterforschung seit Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute entwickelt haben? Was sind die wichtigsten Punkte und Veränderungen? Ja, also es ist schwierig, das in so kurzer Zeit zu machen. Am Anfang nach 1945 stand eine Dämonisierung der sogenannten Exzesstäter und mit denen hat sich die Justiz befasst, die Forschung zunächst kaum. Um es jetzt ganz zu verkürzen, es kam dann in den 70er Jahren zunächst mal zu einer stark an Strukturen interessierten Geschichtswissenschaft, die auch die Verbrechen in den Blick genommen hat und die sogenannte kumulative Radikalisierung, von der der Historiker Hans Mommsen, er ist mittlerweile verstorben, gesprochen hat. Die einzelnen Personen gelangten erst, als die Akten zugänglich waren. Der Zugang zu den personenbezogenen Akten war eben ganz fundamental und das vollzog sich so in den 90er Jahren, zeitgleich mit der Öffnung der osteuropäischen Archive durch die politischen Veränderungen in Europa. Und dann konnten wichtige Studien entstehen. Sicherlich eine Schlüsselstellung hat die von Christopher Browning 2002, glaube ich, veröffentlicht. Ich bin nicht sicher, vielleicht vertue ich mich im Erscheinungsjahr, veröffentlichte Studie über das Polizeibataillon 101 aus Hamburg mit dem sprechenden Titel Ordinary Men, also ganz gewöhnliche, ganz normale Männer. Etwa parallel dazu erschienen aber auch Biografien von exponierten Nationalsozialisten wie Werner Best, von Ulrich Herbert untersucht. Best war der höchstrangige überlebende NS-Täter, Organisator der Gestapo. Und kurz darauf von Michael Wild, das Leitungspersonal des Reichssicherheitshauptamts in einer Kollektivbiografie. Das waren Studien, die uns den Blick freigegeben haben, dass es bei aller Vielfalt dieser Täter im engeren Sinne doch prägnante Gemeinsamkeiten beim SS- und Gestapo-Personal gab. Dass aber bei den Tötungsdelikten, in die das Polizeibataillon 101 jetzt mal pars pro toto verwickelt war, der Durchschnittsfamilienvater dabei war. Also so wie Herr Proske das eben vorstellte für seinen Protagonisten, waren eben auch da nicht frühzeitig in der NSDAP tätige Polizisten, die nicht über die Gestapo ihre Polizeikarriere gemacht haben, sondern zunächst mal bei der ganz gewöhnlichen Polizei, Kriminalpolizei tätig waren und die durch die Gelegenheiten, die die nationalsozialistische Radikalisierung schuf, zu NS-Verbrechern wurden. Das war eigentlich der Begriff, der in der Forschung bis in die 90er Jahre zu Brownings Täterstudie und Raoul Hilbert nicht zu vergessen, nicht? Ein ganz wichtiger US-Historiker, selbst Jude, der die Ermordung der europäischen Juden schon sehr früh untersucht hatte. Die Arbeit ist jahrelang nicht übersetzt worden. Raoul Hilberg hat diese Trias der Begrifflichkeit Bystander, also jetzt kriege ich es gerade auswendig gar nicht hin, Täter, Täter, Opfer, Zuschauer. Danke, ich war nämlich jetzt durch Täter, Helfer, Trittbrettfahrer so abgelenkt, ja, also genau, Täter, Opfer, Zuschauer und diese Zuschauer, die Bystander, da ist die Forschung heute gar nicht mehr glücklich. Da haben wir es eben mit diesem unbestimmten Feld der Involvierten zu tun. Ich würde sagen, Herr Buske, die Gesamtzahl ist viel zu niedrig gegriffen mit 500.000, die zur Ermöglichung des Nationalsozialismus als Verbrechensregime beigetragen haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu den Frauen als Täterinnen kommen soll. Eine Kollegin jedenfalls, die Täterinnen untersucht hat, schätzt, dass selbst die Zahl der Frauen, die im besetzten Osten in irgendeiner Weise da zur Shoah und den Vertreibungsverbrechen auf deutscher Seite beigetragen haben, dass diese weiblichen, im weitesten Sinne Täterinnen, auf 500.000 zu veranschlagen ist.
Und das scheint mir jetzt, gerade wenn man die ganzen Funktionsträger der NSDAP, die ja Millionen, sich auf Millionen beziffern lassen, wenn man die mit einbezieht, dann scheint es mir ganz klar, dass 500.000 weitaus zu niedrig gegriffen ist, wenn man dieses weite Verständnis des Täterbegriffs übernimmt. Ich würde das Stichwort der Täterin gerne gleich aufgreifen, weil uns das auch im Anschluss dazu führt, zu fragen, wie Täterforschung denn vorgeht und wie die Quellenlage ist. Und würde gerne nochmal mit Ihnen zurückkehren ins Hotel Silber. Friedemann Rinke, der Kurator, stellt uns ein Beispiel einer Täterin vor, die selber nicht getötet hat. Ella Schneck. Welche Rolle spielten Frauen bei der Gestapo? Das ist eine Frage, die wir uns von Anfang an mit Beginn dieses Projektes gestellt haben und die überraschenderweise gar nicht so leicht zu beantworten ist. Überraschend deswegen, weil ein Viertel der Beschäftigten hier weiblich war. Und warum hat man sich bisher so wenig mit dieser relativ großen Gruppe eigentlich auseinandergesetzt? Wir haben hier das Beispiel von Ella Schneck. Ella Schneck war Bürokraft hier im Hotel Silber, wie viele ihrer Kollegen, Bürokraft, Dolmetscherin, Stenotypistin. Sie ist ins Hotel Silber gekommen, weil sie mehr Geld verdienen wollte. Sie ging zum Arbeitsamt und hat gesagt, ich bin zufrieden mit meiner Arbeit, aber ich würde gern mehr verdienen. Und da sagte man ihr, die Gestapo zahlt Zuschläge. Sie hat sich hier beworben und ist genommen worden und hat dann hier jahrelang gearbeitet. Kann eine Stenotypistin Täterin sein? Das ist eine vielleicht eine etwas zugespitzte Frage, aber doch etwas, die vielleicht am Anfang steht und auch ganz zentral ist. Ella Schneck hat einige Jahre hier gearbeitet, ging dann wieder, weil ihr der Weg von außerhalb in die Stadt Stuttgart zu gefährlich wurde, als die Angriffe der Alliierten auf die Stadt Stuttgart zunahmen. Interessant ist, dass ihre Tätigkeit für die Gestapo nach 1945 keinerlei Konsequenzen auch für sie nicht hatte. Auch im sogenannten Entnazifizierungsverfahren ist das überhaupt nicht zur Sprache gekommen. Übrigens vielleicht einer der Gründe dafür, dass es so schwierig ist, über Frauen und ihre Rolle etwas herauszufinden. Sie haben gegenüber den männlichen Kollegen weniger Spuren hinterlassen. In den Unterlagen, die uns heute so viel Informationen geben, Personalunterlagen, Entnazifizierungsverfahren, auch Strafverfahren oder Ermittlungen kamen gegen Frauen weit, weit weniger häufig vor, sodass einfach die Überlieferung für uns komplizierter ist und weniger reichhaltig tatsächlich. Damit sind gleich zwei Themen angesprochen, nämlich die Rolle der Frauen in der NS-Zeit als Täterinnen und die Quellenlage. Und Herr Proske, wenn wir damit mal anfangen, für alle diejenigen, die sich Täterforschung vielleicht nicht so konkret vorstellen können, lässt sich in wenigen Sätzen beschreiben, wenn Sie einen Täter, eine Täterin untersuchen, wie gehen Sie vor, in welche Archive gehen Sie, wo schauen Sie nach? Also ich bin sehr dankbar für diese Frage, weil das ja genau meiner Intention entspricht, möglichst viele Menschen dazu zu veranlassen, selbst über Täter ihrer Umgebung, ihres Umfeldes nachzuforschen. Fast alle haben, wenn sie anfangen, die Erfahrung gemacht, dass es in den lokalen Archiven, Stadtarchive, Kreisarchive, nur wenig zu finden gibt. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass nach 1945 viel gesäubert worden ist. In Baden-Württemberg ist in den Kreisarchiven beispielsweise ziemlich viel verbrannt worden, noch in den 50er Jahren. Das hat auch damit zu tun, dass die Unterlagen, die uns heute interessieren, nicht auf einer lokalen Ebene gesammelt worden sind, sondern Papiere, um die es heute uns geht, liegen in der Regel in den übergeordneten Archiven, also im Bundesarchiv Berlin oder aber in Staatsarchiven. Und das ist für Baden-Württemberg, jetzt im Norden beispielsweise Ludwigsburg. In den anderen Landesteilen kann man sich im Grunde an den Regierungsbezirken orientieren. Und in diesen Archiven ist es so, dass man zwei Dinge braucht. Man braucht den Namen des Täters. Dabei ist es wichtig, dass dieser Name richtig geschrieben wird. Und das ist vor allem wichtig, wenn es um Allerweltsnamen geht. Ich hatte vor einiger Zeit den Fall Konrad Meyer und alleine einen Meyer ausfindig zu machen, ist schon schwer. Ich habe ihn inzwischen mit AI
gefunden aus Gammertingen. Ich habe ihn inzwischen identifizieren können, aber das hat über ein Jahr insgesamt gedauert und war auch nur durch Glücksfälle möglich. Dieser Meier konnte sich aufgrund seines Allerweltnamens verstecken. Und bis vor einem halben Jahr, bis eben jetzt diese Dinge herausgekommen sind, die sind noch nicht einmal publiziert, das werden wir erst in der nächsten Zeit machen. Dieser Meier war Leiter eines KZ-Außenlagers in Saal an der Donau in Bayern und hat dort eines der übelsten Lager überhaupt geleitet, wobei ich jetzt aber schon wieder mich ertappe dabei, den Begriff das Übelste zu verwenden. Das stimmt insofern nicht, weil fast alle diese Lager, die 44 noch Bestand hatten oder bis 45 gereicht haben, das sind unvorstellbar und überschreiten all das, was wir normalerweise uns vorstellen, anhand dessen, was in den 30er Jahren geschehen ist, was ja auch schon für sich sehr schlimm war. Also wir brauchen den Namen dieses Menschen, den genauen Namen, und wir brauchen sein Geburtsdatum. Und wenn diese beiden Dinge bekannt sind, kann sich an ein Archiv wenden und in diesem Archiv nachfragen, ob zu dieser Person etwas vorhanden ist. Und das ist insbesondere, denke ich, wichtig auf dem Land, wo es bisher wenig entsprechende Forschung gibt und wo es besonders wichtig ist, dass die Erkenntnisse, die in den übergeordneten Archiven liegen, draußen auf dem Land auch bekannt werden und eingearbeitet werden in den dortigen Fundus des Wissenden, des Bestehenden, was man weiß. Wir sprechen gleich noch über die Täterin. Wir sprechen auch über das, was die Täterforschung leisten kann. Ich will aber nicht wortbrüchig werden, denn ich habe ja gesagt, zwischen 1940 und 1945 fangen wir mal mit den Fragen an. Und eine erste Frage haben wir dann schon. Die führt uns von diesem Thema schon sehr weit in die Gegenwart. Vincenzo Palladino fragt, was halten Sie denn als Referentin, als Referenten von einem öffentlichen Mahnmal zu den Tätern, ich ergänze jetzt mal zu den Tätern und Täterinnen, um die Thematik in der Öffentlichkeit präsenter zu machen. Ganz kurz von mir, bevor wir diese Frage verteilen, wenn Sie dazu schreiben, an wen Sie die Frage richten, ist das immer sehr hilfreich. Und wenn Sie möchten, dass Ihr Name genannt ist, schreiben Sie ihn gerne dazu. Wenn Sie den Namen nicht genannt haben wollen, dann schreiben Sie auch bitte ganz kurz dazu, in Klammern anonym, dann wissen wir Bescheid. Ein Mahnmal für Täterinnen und Täter? Ja oder nein? Sinnvoll oder nicht? Sehe drei unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Liebe Frau Rau. Also ich habe ja schon vorhin mein Unbehagen mit dem undifferenzierten Täterinnenbegriff artikuliert. Und hier steigert sich mein Unbehagen ins Unermessliche. Ich möchte daran erinnern, dass 2002 von meinem damals in Hannover tätigen Kollegen Harald Welzer und zwei Mitautorinnen ein Buch erschienen ist, Opa war kein Nazi. Und bei diesen Studien, die die Familienerinnerungen zum Nationalsozialismus zum Gegenstand hatten, kam heraus, dass drei Viertel oder zwei Drittel, genau habe ich es jetzt nicht präsent, der befragten Deutschen der Meinung waren, ihre Vorfahren seien auf der Opferseite gewesen und die Täter sind die anderen. Und so ein bisschen kommt diese Frage bei mir an. Ich wüsste nicht, wo anfangen und wo aufhören. Die Profiteure der Arisierung sind wahrscheinlich wir auch. Die Profiteure der Zwangsarbeit, die vor allem vom Staat fiskalisch materialisiert wurde, sind auch wir alle. Also ich kann mir keine irgendwie endliche Gruppe an Akteuren, ich wüsste auch nicht, wie das aussehen sollte, wer da ausgestellt werden sollte, weil es immer eine exkludierte Gruppe, die da nachträglich noch zu ergänzen wäre, geben sollte. Also ich hielte das für ein rein exkulpatorisches Unternehmen. Herr Proske, bitte. Also ich schließe mich dem an, was Frau Rau gesagt hat. Ich möchte zu bedenken, wir haben ja bereits Denkmäler für Täter. Ich erinnere mal an das Rommel-Denkmal in Heidenheim, das in den letzten Jahren einige Eruptionen hervorgerufen hat, an denen man fast schon mustergültig sehen kann, wie sowas geht.
Ein Täterdenkmal würde immer in Gefahr stehen, dass die Täter beweihräuchert werden, dass letzten Endes nicht das Ziel, das wir dabei haben, herauskommt, dass wir uns ja gegenüberstellen. Also wir dürfen ihnen keine positive Gedanken gegenüber haben, meine ich, wenn wir in diesen ehrenden Bereich hineinkommen und müssen eigentlich etwas entwickeln, was ihre Schuld zeigt. Aber wie Frau Rau schon gesagt hat, es ist nicht ganz einfach im Moment genau zu definieren, was wir eigentlich an diesen Tätern übereinstimmend von Seiten her kritisieren wollen. Es ist meines Erachtens so, dass wir immer noch in einer Phase sind, wo wir zunächst einmal durch Grundlagenforschung möglichst viele Fälle brauchen, um herauszufinden, was das Gemeinsame, was das Verbindende ist und wie sich das eignet, in der Öffentlichkeit dargelegt und dargestellt zu werden. Ich fürchte, das ist im Moment auch noch ein bisschen problematisch, denn jedes öffentliche Denkmal geht dann in einen Prozess hinein, in dem das für und wieder dokumentiert und diskutiert wird. Und wer sowas schon mal mitgemacht hat, der weiß, dass am Schluss Kompromisse herauskommen müssen, die dann aber wahrscheinlich nicht mehr den Intentionen entsprechen, die man eigentlich hatte, wenn man so etwas fordert. Also, kurz und gut, ich denke, die Zeit ist momentan noch nicht reif dafür. Vielleicht kommt sie später, vielleicht kommt sie aber auch nie. Das weiß ich nicht. Frau Rau zitierte gerade, Opa war kein Nazi. Herr Stöckle, wenn wir darauf schauen, wie dieser Mordapparat Menschen mit Behinderung nach Grafeneck brachte, waren ja, das haben Sie vorher zu Beginn angedeutet, ganz unterschiedliche Ebenen und Stellen beteiligt. Zu den Mythen und zur Selbstbeschreibung gehört ja von vielen, ich hätte gar nicht anders handeln können, ich hatte damit nichts zu tun, Befehlsnotstand und so weiter und so fort. Aus Ihrer Arbeit heraus, wie groß war denn der Spielraum von Menschen damals, nicht Täter oder Täterin zu werden? Ja, Herr Kleber, das ist eine Frage, die man wahrscheinlich nicht mit einem Satz, logischerweise nicht mit einem Satz, wie all Ihre Fragen nicht mit einem Satz beantworten kann. Allein in Grafeneck waren direkt vor Ort, wir haben ja vorhin schon gesagt, es gab Täternetzwerke, und die Täter von Grafeneck, die für die Auswahl der Opfer zuständig waren, saßen in Berlin. Die Deportationsbefehle gegeben haben, saßen in Stuttgart im Innenministerium, und vor Ort in Grafeneck saßen nochmal 60 bis 80, zeitweise sogar fast 100 Täter und Täterinnen. Übrigens ungefähr ein Drittel der Grafeneck-Täter vor Ort waren Frauen in verschiedensten Funktionen. Der Spielraum, ich habe vorhin angedeutet, bei diesem Dr. Horst Schumann, der war für die, die in relativ hohen hierarchischen Funktionen waren in Grafeneck, war der Spielraum relativ groß. Der erste Arzt, den man nach Grafeneck schicken wollte, ich habe vorhin den Aufgabenbereich umrissen, ja, diese Ärzte in Grafeneck, es waren insgesamt 3 über die 12 Monate, die haben das Gas eingelassen zur Erstickung der Opfer. Der erste Arzt, den man da hinschicken wollte, ein Arzt aus der Charité, lehnte ab mit der Begründung, er findet die Idee zwar bestechend, aber er persönlich würde nicht dafür zur Verfügung stehen. Also er lehnt ab und er geht zurück in die Charité, musste eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, und es hatte für ihn keine negativen Konsequenzen. Es gab keine Sanktionen für ihn, überhaupt nicht. Er war später sogar noch als Divisionsarzt, nein, war stellvertretender Divisionsarzt, glaube ich, in Münzingen auf dem Truppenübungsplatz und hat 1940 dieses Grafeneck besucht. Und den dortigen, diesen Dr. Horst Schumann, den er übrigens vorgeschlagen hat, das heißt, deshalb sprach ich vorhin auch von einem Netzwerk, alle diese Ärzte hatten in Halle an der Saale studiert und kannten sich untereinander, das heißt, er schlug, nachdem er abgelehnt hat, diesen Dr. Horst Schumann vor, der hat sich diese Bedenkzeit ausgebeten und sagte dann zu. Ganz anders verhält es sich mit Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern, die aus dem Großraum Berlin kamen, aus verschiedenen Heil- und Pflegeanstalten in Berlin, die wurden abgeordnet. Die hatten also diese relativ weiten Spielräume nicht. Und ich glaube, zwischen diesen Polen bewegt sich's. Ja, es gibt das Beispiel von einem SS-Mann aus, ebenfalls aus Berlin, der sich bereits bevor der erste Mord in Grafeneck stattfand,
sich wegversetzen ließ von Graf Neck. Der bekam mit, wie die Gasflaschen mit dem Kohlenmonoxid ankamen im Schloss. Der bekam mit, wie die Urnen, wo später diese Asche verschickt wurde, wie die ankamen auf großen Lastwagen. Und da war für ihn der Zeitpunkt gekommen, sich da auszublinden, würde man heute sagen. Und es gelingt dem sehr, sehr, es war ein schwieriger Prozess, dem wurde Geheimnisverrat unterstellt, also für den gab es Konsequenzen. Er war eine Zeit lang im Konzentrationslager Sachsenhausen. Oranienburg war später in einem Bewährungsbataillon im Osten, überlebte aber den Krieg, und deshalb wissen wir von dieser Geschichte von ihm. Also es gab unterschiedliche Spielräume direkt bei den Verantwortlichen und Tätern in Grafneck, aber auch bei anderen, wie Ärzten in diesen Anstalten und in diesen Heimen, aus denen die Opfer kamen. Jetzt schauen Sie, Herr Stöckle, auf die Motive, aber auch sehr stark auf die Strukturen, Stichwort Netzwerk. Frau Rau, warum ist es denn wichtig, sich mit den persönlichen Motiven und Lebenslinien von Täterinnen und Tätern auseinanderzusetzen? Was sagt uns das für die heutige Zeit? Ja, nun, wenn man erhellen will, welche Umstände und Antriebe Menschen dazu veranlasst haben, sich in bestimmter Weise zu engagieren, dann sind die persönlichen Motive natürlich ganz zentral. Das können karrieristische sein, das können ideologische sein. Wir haben jetzt wiederholt gehört, man musste nicht überzeugter Nationalsozialist oder SS-Offizier sein, um gleichwohl dort sich an Verbrechen zu beteiligen. Also mein Zugang zur Täterforschung wäre sowieso immer das Motiv, mehr über den Nationalsozialismus wissen zu wollen. Und die Motive der Täter sind ein ganz wichtiges Element. Ich möchte an der Stelle vielleicht noch sagen, dass diese Unterscheidung in Täter und andere, um es mal ganz allgemein zu halten, über die Forschungsergebnisse so der letzten 10, 20 Jahre hinweggeht, wonach der Antrieb an der in der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft ein gerne gesehenes Mitglied zu sein, die Masse der Deutschen dazu gebracht hat, sich, Körscher nannte das, willig dem Führer entgegenzuarbeiten, sich jedenfalls zu engagieren und in einem Feld, für das man sich eben selbst gut vorbereitet sah. Als Krankenschwester oder Pflegerin konnte das genauso sein wie als Polizist oder als Reichsbankbediensteter, voll der gemeinsamen Sache zu widmen. Und die Eskalation im Krieg hat dann jede Hemmschwelle bei manchen fallen lassen. Also die Mehrheit der Deutschen, der jüngeren Deutschen, muss man vielleicht sagen, war höchst bestrebt, sich nützlich zu machen. Und nützlich machen hieß im Nationalsozialismus die Vertreibung und Vernichtung von Gemeinschaftsfremden und an vorderster Stelle von Juden zu bewerkstelligen. Bevor wir zu den nächsten Fragen kommen, ich hatte ja gesagt, was sagt uns das für die heutige Zeit? Wir wissen ja, Geschichte wiederholt sich nicht. Die Entstehung des Nationalsozialismus ist gebunden an sehr konkrete historische Bedingungen. Herr Proske, was erfahren wir aus auch Ihrer Forschung, was uns etwas über Täter, Motive, Entwicklungen, Radikalisierungen heute sagen kann? Das ist ja sozusagen die Gretchenfrage, die wir bei dem Ganzen haben. Was nützt uns das für die gegenwärtige Situation, wenn wir uns mit diesen Tätern befassen? Ich würde ganz gerne, bevor ich auf diesen Punkt komme, noch etwas anderes hinzufügen wollen, weil das, glaube ich, in der Mitte dazwischen liegt. Wir haben bis jetzt immer nur gesprochen von Tätern in der NS-Zeit. Man muss aber sagen, dass die meisten dieser Leute ja relativ jung waren. Die nationalsozialistische Revolution, wie sie sich selbst nannte, war eine Angelegenheit der mehr oder weniger
der 30- bis 40-Jährigen, höchstens 40-Jährigen, ein paar wenige Führungspositionen älter, wenn überhaupt, aber die meisten waren relativ jung. Und das bedeutet andersrum gesagt, dass nach 45 die Mehrheit dieser Leute, die ja nicht bestraft worden ist und die nicht sich zur Rechenschaft gezogen ist, wenn wir von einer hohen Täterzahl ausgehen, und ich gebe da Frau Rauer recht, man kann auch über 500.000 hinausgehen, wenn man entsprechend definiert, was eben alles dazugehört, mit gutem Grund. Wenn wir das mal systematisch und korrekt machen, dann mag das durchaus sein, dass wir auch in die Millionen reinkommen. Das ist mir schon klar. Und wir müssen sehen, dass diese Leute ja danach... Entschuldigung, Frau Grau, wollten Sie was rein sagen dazu? Oder? Nein. Wenn wir sehen, dass diese Leute nachher noch tätig gewesen sind, bis in die 80er Jahre hinein, bevor sie pensioniert oder in Rente gegangen wurden oder in Rente gegangen sind, dann ergibt sich ja noch ein weiterer Teil, der zu diesen Tätern dazugehört. Und wenn wir also über heute sprechen, dann müssen wir, meine ich, zuerst darüber reden, was haben denn diese Leute gemacht, bevor sie in den Ruhestand gegangen sind, in dieser Zeit bis 85, 90 vielleicht sogar. Inzwischen sind die meisten von denen gestorben, und ich dass also diese Phase im Leben dieser Täter noch viel deutlicher herausgehoben werden muss. In der Buchreihe Täter, Helfer, Trittbrettfahrer wird das einfach so gemacht. Wir haben ja einen sehr pragmatischen Ansatz gewählt, um unsere Buchreihe zu machen. Wir haben versucht, möglichst uns nicht mit viel Vortheorie zu belasten, sondern einfach so loszulegen, wie die wollten, nachdem sie erkannt haben, dass es ja so viele Quellen gibt, die man bearbeiten kann. Und das ist ja vielleicht auch das Motiv, das viele antreibt, hier zu arbeiten. Ich möchte darauf hinweisen, dass bei der Buchreihe jetzt, nachdem wir auch in Bayern sind, insgesamt inzwischen etwa 250 Personen arbeiten oder gearbeitet haben. Und das zeigt ja doch diesen Impetus und diese Stärke, die in dem Motiv liegt, diese Täterforschung zu betreiben. Also bitte, bevor wir in die heutige Zeit kommen, was haben diese Leute verbrochen, in Anführungsstrichen, nachdem sie sich gewandelt haben, auch in Anführungsstrichen. Viele haben nach 45 sich zu lupenreinen Demokraten entwickelt. Und trotzdem kann ich aus meiner Jugend noch sagen, was ich erlebt habe an Figuren, die ich im Nachhinein eindeutig identifizieren würde, was ich damals noch nicht ganz genau vielleicht vielen anderen auch so gegangen ist. Dankeschön. Es geht auf 20 Uhr. Ich habe schon angekündigt, bei einem solchen Thema, über das auch viele Jahre und Jahrzehnte geforscht wurde, kriegt man eine Stunde nicht ganz eingehalten. Ich hoffe auf weiter Ihr Interesse. Und bevor wir dann die nächste Frage, die sich daran sehr gut anschließt, hören, würde ich Ihnen gerne noch einen Mann vorstellen, beziehungsweise Friedemann Rinke tut das und bringt uns nochmal zurück in das Hotel Silber. Er zeichnet ein ganz kurzes Porträt eines Mannes, bei dem genau das eine Rolle spielt, was Herr Proske gerade angesprochen hat, wo sich nämlich Fragen ergeben über das Wirken nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Hier spreche ich über Viktor Hallmayr und nenne ihn hier den ehemaligen Gestapo-Beamten, denn wir reden hier in der Daueraufstellung über die Zeit nach 45, Zeit der Stuttgarter Kriminalpolizei. Viktor Hallmayr hat für die Gestapo gearbeitet und sich nach dem Krieg dann hier bei der kommunalen Kriminalpolizei beworben, und seine Bewerbung ist angenommen worden. Nicht ohne Diskussion, es ist nicht so, dass die Verantwortlichen dort nicht sensibilisiert gewesen wären, aber letzten Endes hat er die Stelle bekommen. Und er hat hier auch nicht nur im normalen Kriminaldienst, sage ich mal, gearbeitet, sondern er hat jahrelang in der politischen Abteilung der Kriminalpolizei gearbeitet, also einem besonders sensiblen Bereich. Auch das ist vielfach diskutiert worden. Der Betriebsrat zum Beispiel der Kriminalpolizei hat protestiert gegen diese Verwendung. Auch Verantwortliche der Stadt waren dagegen. Aber es hat jahrelang gedauert, bis er versetzt wurde. Diese Nachkriegskarrieren ehemaliger Gestapo-Beamten sind unserer Meinung nach ein wichtiger Aspekt der Täterforschung, wirft doch einen Blick auf die Biografien selbst noch einmal, aber vor allen Dingen auch auf das Umfeld. Wie hat das Umfeld
auf die Biografien reagiert. Bei Hallmeier zum Beispiel die Frage, hat seine Tätigkeit für die Gestapo bei seiner Bewerbung ihm genützt oder geschadet? War es ein Makel oder ein Pluspunkt? Bei Hallmeier tatsächlich wissen wir, dass es einige gab, die seine Tätigkeit für die Gestapo hier als Qualifikation betrachtet haben und sozusagen als Fürsprache für seine Bewerbung gewertet haben. Die Frage, die sich daran anschließt, kommt von Hans-Dieter Diebold und er stellt sie an Frau Rau und Herrn Proske. Die Frage lautet, gibt es Täter, die ihre Taten ehrlich bereut haben und eventuell in der Nachkriegszeit in Versöhnungsarbeit tätig waren? Wer von Ihnen möchte zuerst antworten? Wenn Sie wollen, kann ich auch gleich starten. Sehr gerne. Ich bin auch wieder da. Also es gibt wahrscheinlich solche Leute. Ich muss aber sagen, nach dem, was ich herausgefunden habe, mit was ich arbeite, ist das die Ausnahme. Also die allermeisten haben nie bereut. Die allermeisten sind fest in ihren Positionen geblieben bis zum Tod, haben das zwar nach außen hin manchmal mehr oder weniger versteckt, aber haben im Grunde ihres Herzens diese Sachen beibehalten. Ich möchte auch sagen, dass die Geschichte sich versöhnen kann in dieser Situation, eine Versöhnungsarbeit leistet, das ruft bei mir viel Fragezeichen hervor. Ich denke, dass in den 50er, 60er, 70er Jahren das auch weitgehend missverstanden worden ist. Manches von dem, was da betrieben worden ist, können wir heute eigentlich nur noch Kopfschütteln zur Kenntnis nehmen. Ich erinnere mich an einen Fall, den ich mal vor längerer Zeit gehört hatte, wo eine jüdische Frau tatsächlich innerhalb einer Kirchengemeinde den Tätern verziehen hat. Und ich finde das also schon fast obszön, wenn solche Dinge passiert sind. Es gibt da nicht viel zu verzeihen. Es gibt eigentlich nur, dass es schlimmes Verbrechen gegeben hat, schlimme Verbrechen in der Mehrzahl gegeben hat, nicht nur schlimm, sondern abscheuliche und in der deutschen Geschichte auch einmalige. Und ich denke, dass man also den Fokus nicht darauf richten kann. Es gibt Taten, die lassen uns fassungslos sein und das dürfen wir auch sein. Man muss nur immer wieder dann versuchen, anschließend bei der Analyse den kühlen Kopf zu wahren, was nicht einfach ist. Aber wenn man es reflektiert, echt. Ich würde die nächste Frage dann gerne Frau Rau stellen. Eine Frage aus der Runde lautet, gibt es denn in der Täterforschung eine Art Unschuldsvermutung oder ist das ein rein juristischer Begriff? Also in der Tat ist das ein juristischer Begriff. Also in dem Moment, wo ich als Täterforscherin an ein Thema herangehe, habe ich ja schon, wenn ich Personen fokussiere, den Verdacht, es handelt sich um Täter. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das praktisch vermeiden könnte. Als Historikerin würde ich immer versuchen, mich auch auf die Motive derer einzulassen, mitzumachen, bis hin eben, soweit einem das überhaupt möglich ist, die Motive zu verstehen, die Menschen zu extremer Gewalt schreiten lassen. Aber eine Unschuldsvermutung, die habe ich sozusagen analytisch, wenn ich bestimmte Jahrgänge sehe, dann habe ich zunächst mal die Vermutung, wer vor 1885 geboren ist, war weniger gefährdet, noch eine Parteikarriere oder eine Karriere anstreben zu wollen, für die er sich mobilisieren lassen musste, um sich an Gewalt zu beteiligen. Aber das sind ja eher methodische Vorannahmen als eine Unschuldsvermutung. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber mehr fällt mir im Moment nicht ein, wie ich damit umgehen könnte. Sonst lade ich auch gerne ein, wenn eine Antwort nicht klar geworden sein sollte, nochmal präzisieren nachzufragen. Das machen wir alles gerne möglich. Die nächste Frage kommt von Peter Held
Und ich verstehe sie so, dass sie auf die Nachkriegszeit zielt, aber vielleicht verstehe ich sie falsch. Spielte der Mangel an Technokraten eine Rolle bei der Einstellung von Tätern, analog zu Richtern und Staatsanwälten? Also ganz sicher hätte man die Masse der, wenn das die Frage an mich geht, ganz sicher hätte man die Masse der weitreichend in das NS-Regime involvierten Personen nicht einfach ersetzen können und das Wirtschaftswunder bewerkstelligen können. Das fängt beim Dorftierarzt an, der unentbehrlich war, und hört beim Vorstandsvorsitzenden von großen Unternehmen auf. Also die Vorstellung, man hätte da nur einige Personen strenger bestrafen, womöglich auf Dauer internieren müssen und dann wäre eine saubere Nachkriegsgeschichte möglich gewesen, kontrastiert zu dem, was ich über den Nationalsozialismus und die Involvierung der deutschen Gesellschaft in ihrer Mehrheit weiß. Eine Frage an Herrn Stöckle, und das führt uns auch jetzt zu dem Thema zurück, das wir vorher angerissen haben, nämlich die Rolle der Frauen im Nationalsozialismus. In welchen Funktionen haben denn die Frauen in Grafeneck gearbeitet, Herr Stöckle? Ja, man weiß noch relativ wenig, also man hat relativ spät angefangen, sich mit den Frauen in dieser T4 zu beschäftigen. Diese T4-Organisation benannt nach dem Sitz in Berlin, der Tiergartenstraße 4. Aber die Funktionen, von denen wir wissen, sind ganz die ich vorhin angedeutet habe, Pflegekräfte, also Pflegerinnen aus, wie gesagt, aus Berliner Heim- und Pflegestätten. Dann gab es eine relativ große Zahl von Schreibkräften. Das trifft wahrscheinlich für viele dieser Täterorte, ich denke auch für das Hotel Silber zu, haben wir vorhin, glaube ich, auch gehört. Sehr viele Streitkräfte, die allerdings aus dem Raum Stuttgart stammten. Das waren geografisch im Grunde genommen die Täter, die den Tatort, wenn wir die Streitkräfte zu den Tätern rechnen, wir waren vorhin bei der Frage, wie definierten wir Täter? Ja, früher hat man den ja ganz traditionell eher juristisch definiert, den man nachweisen konnte zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einer bestimmten Straftat, sprich Mord, was auch immer, beteiligt gewesen zu sein oder verantwortlich gewesen zu sein. Heute sieht man den Täterbegriff auch im Juristischen viel, viel weiter und sagt, die beteiligt sind, also auch die in Auschwitz-Birkenau in der Verwaltung arbeiteten oder die diese Listen erstellt haben, was auch immer, sind Tatbeteiligte und damit auch Täter. Insofern hat sich das auch etwas verschoben. Aber in Grafeneck waren das Schreibkräfte, waren das Pflegekräfte. In Grafeneck gab es für diese fast 100 Männer und Frauen eine riesige Küche. In Grafeneck gab es eine große Wäscherei für diese Personen, für die Täter, die da permanent vor Ort wohnten und residierten. Und es gab auch Landwirtschaftskräfte, fast makaber. In Grafeneck, während diese Vernichtung 1940 stattfand, wurde parallel dazu die zugehörige, zum Schloss zugehörige Landwirtschaft betrieben. Und das waren Personen, die von der T4 aus Berlin geschickt wurden, die also in der Landwirtschaft tätig waren. Da gibt es auch seit ein paar Jahren, haben wir da ein Foto von diesem Landwirtschaftspersonal. Also das waren so im Grunde genommen die Bereiche. Würde man das jetzt hierarchisch in irgendeiner Form einordnen, sind es nicht die in der Hierarchie ganz oben stattfinden oder sich befindlichen Täter, Täterinnen, sondern die sind in untergeordneten, in mittleren bis untergeordneten Funktionen tätig. Ja. Hinterher steht eine vor Gericht, eine Pflegerin steht vor Gericht, die wurde dann auch, also sogar zwei Frauen stehen vor Gericht, eine Ärztin aus Zwiefalten und eine Dame direkt aus Grafeneck, eine Pflegerin, die sind beide freigesprochen vom Schwurgericht in Tübingen 1949. Ich würde gerne die Rolle der Frauen, der Täterinnen gleich noch etwas erweitern, die Fragestellung danach. Aber zunächst haben noch eine ergänzende Frage an Herrn Stöckle. Was haben denn die Pfleger und Pflegerinnen gemacht? Ja, man fragt sich natürlich ähnlich, wie man sich die Frage stellen könnte, was machen Ärzte? Ich habe sie vorhin versucht zu beantworten. Die heilen nicht, sondern vernichten. Wenn man von dieser Volksgemeinschaftsideologie oder Volkskörperideologie
und Rassenhygiene ausgeht, heilen die, indem sie vernichten, den Volkskörper. Das wäre eine sehr, sehr weit, eine weite Interpretation. Die Pflegerinnen und Pfleger, es gab auch viele, viele männliche Pfleger, die bringen im Grunde genommen die Opfer nach Grafeneck, das heißt, die begleiten diese Busse, die rausfahren in die 50, Heilstätten und Einrichtungen, aus denen die Opfer kommen, begleiten die Busse, bringen die im Grunde genommen, sie bringen die Opfer bis an die Gaskammer, um es mal ganz brutal und hart zu sagen, und sagen dann hinterher, in den Prozessen ist dann oft davon die Rede, dass sie nicht wussten, wie es dann weiterging sozusagen. Sie klinken sich in dem Moment aus diesem Vernichtungsprozess aus. Aber sie sind integraler Bestandteil dieses Vernichtungsprozesses. Jetzt haben wir von Pflegerinnen gehört, vorhin ein Beispiel von Ella Schneck, von einer Stenotypistin. Wir wissen auch um KZ-Aufseherinnen. Frau Rau, wenn wir jetzt mal die Frage stellen, welche Rolle spielten Frauen als Täterinnen im Nationalsozialismus? Dann gibt es hier in diesem 10. Band Täter, Helfer, Trittbrettfahrer ja ein Porträt, nämlich von Els Völter, einer Unternehmerin. Das zeigt, dass Frauen im Nationalsozialismus durchaus auch eine ganz andere Rolle spielen konnten. Ja, Els Völter war eine untypische Nationalsozialistin, jedenfalls wenn man das geläufige Bild von der Ehefrau und NS-gläubigen Hausfrau anlegt. Els Völter war eine Frau aus gehobenen Stuttgarter Verhältnissen. Der Vater General Schwab gehörte zum Stuttgarter Honoratiorentum. Sie war trotz dieser konservativen Herkunft nach heutigen Maßstäben emanzipiert, denn sie hat sich unschuldig geschieden, wie sie immer betonte, als Frau eine eigene Berufstätigkeit gesucht, war Autohändlerin als nicht als Angestellte, sondern selbstständig bei Daimler-Benz und konnte ihre persönliche Bekanntschaft mit Adolf Hitler im Nationalsozialismus in, ich sag das mal jetzt so, bare Münze prägen. Sie erhielt die Unterstützung des Gauleiters Mohr und von dessen Entourage, um sich, obwohl sie weder über Wirtschaftserfahrungen im dafür erforderlichen Sinn verfügte, noch über Eigenkapital, im großen Stile an der Arisierung jüdischen Eigentums beteiligte und dabei gewissermaßen so zu einer Handlangerin der Gauleitung wurde. Das hat zu dem kuriosen Ergebnis geführt, dass diese Frau ohne industrielle Erfahrung in der zweiten Kriegshälfte dann Aufsichtsratsmitglied eines Großunternehmens, der Rotex, war, in der auch die Generalverwaltung des vormals preußischen Königs Aktien hielt und darüber hinaus der stellvertretende Gauwirtschaftsberater der NSDAP. Sie war beteiligt an Unternehmen, ebenfalls aus jüdischem Besitz in Stuttgart, Eindhoven und in Rotterdam. Also eine wirkliche Profiteurin nationalsozialistischer Unrechtspraxis und Beraubung der Juden in Europa. Und Els Völter, das weiß ich aus dem Aufsatz in diesem Band 10 von Täter, Helfer, Trittbrettfahrer, wurde tatsächlich auch zur Rechenschaft gezogen. Aus eigener Sicht, so habe ich das verstanden, fand sie das sehr ungerecht und fühlte sich mit Haupttäterinnen auf eine Stufe gestellt. Sie starb dann völlig verarmt. Die Frage, die sich daran anschließt, kommt aus der Runde der Teilnehmenden. Existieren statistische Auswertungen über den Prozentsaal der gerichtlich zur Verantwortung gezogenen Täter? Kann man die Verurteilungen chronologisch einordnen? Also das ist jetzt schwierig, das auf Els Völter anzuwenden, die ja ausschließlich durch die Spruchkammer sanktioniert wurde. Und da haben wir sehr wohl Erkenntnisse darüber, dass eben die ganz breite Masse der politisch belasteten
geringfügig oder gar nicht belangt wurde. Bei Frauen sah das ein bisschen anders aus, die relativ zu ihrer politischen Belastung meistens schlechter wegkamen. Els Felder war eben auch über 3 Jahre in Internierungshaft, gemeinsam mit ehemaligen KZ-Aufseherinnen und sonstigen weiblichen SS-Chargen. Von denen wir aus der Forschung auch wissen, dass sie relativ stärker als Männer sanktioniert wurden. Das ist jetzt zur Statistik der Entnazifizierung. Was die strafrechtliche Heranziehung von Tätern im engeren Sinn angeht, also die Bilanz der Tätigkeit der zentralen Stelle in Ludwigshafen ist auch total ernüchternd. Die allermeisten, gegen die da ermittelt wurde, wurden gar nie vor Gericht gestellt. Ein großer Teil, der vor Gericht gestellt wurde, ist dann nicht verurteilt worden. Lange Zeit hat ja die Vorstellung dieser Handlungsnotstand, Befehlsnotstand gewirkt, und das hat sehr viele unmittelbare Täter vor einer Bestrafung geschützt. Also das gibt es, ich habe aber jetzt die Zahlenangaben dazu nicht zur Hand, nur man kann grosso modo sagen, der Anteil derer, die bestraft wurden, ist gering. Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne, bevor wir dann auf sozusagen die Zielgerade unseres Web-Talks einbiegen mit einer Schlussrunde, gerne noch einen Punkt ansprechen, denn die Täterforschung wird ja auch kritisch beleuchtet, zum Beispiel mit der Frage, wie ist das Verhältnis der Aufmerksamkeit für die Täter im Verhältnis zur Aufmerksamkeit für die Opfer. Wir haben vorher gehört, das hat auch etwas damit zu tun, dass es Quellen gibt und Quellen nicht gibt, auf die man zurückgreifen kann. Eine andere Frage, die man an die Täterforschung stellt, ist, ob sie nicht die Täter quasi wieder ans Licht holt und eine Faszination dafür weckt. Wie sehen Sie diese beiden Punkte? Wen möchten Sie zuerst? Herr Stöckl hat als erster gezuckt, liebe Frau Rau, deswegen würde ich das Wort erteilen. Bitte, lieber Herr Stöckl, Ihr Mikro ist noch aus. So, vielen Dank. Entschuldigung, Sie sagen es, ich habe als erster gezuckt, weil ich erinnere mich zurück, wir haben die Dauerausstellung in Grafneck, als wir die damals konzipiert haben und die Themenbereiche festgelegt haben und es eigentlich klar war, die Täter müssen Bestandteil einer Dauerausstellung sein, an dem Ort, wo über 10.000 Menschen ermordet wurden, gab es aber tatsächlich ganz kurz nur die Überlegung, um genau dem vorzubeugen, dieser Faszination des Bösen oder wie man sie auch immer umschreiben möchte, dieser Faszination des Verbrechens, des Negativen, der Täter auch, keine Täterbilder zu zeigen, das heißt, die leerstellen zu lassen, Black Boxes ohne Inhalte. Und es hat sich damals nicht durchgesetzt, diese Überlegung. Und wir sind auf die Täter eingegangen, aber ich glaube tatsächlich, dass es natürlich eine Berechtigung hat, diese Besorgnis. Und ich glaube auch, da liegen die Limitationen von Täterforschung, solange diese Täterforschung an der Aneinanderreihung von Biografien, von einzelnen Biografien funktioniert, ist der Erkenntniswert tatsächlich begrenzt. Ich glaube nicht, dass man durch immer mehr einzelne Biografien zu einem tieferen Verständnis insgesamt kommt. Also ich glaube, Täterforschung kann einen Beitrag leisten zu der vielleicht großen Frage, wie funktioniert eine Diktatur? Aber ich glaube, da sind wir schon bei einer Beantwortung einer Frage, wie diese Täter entstehen. Das heißt, die Demokratie wird 1933 beseitigt. Das heißt, das Tathandeln dieser Menschen, die wir angucken, und dieser Strukturen, dieser Institutionen, die wir angucken, die ist eben nicht mehr in einem demokratischen Umfeld, sondern in einem diktatorischen Umfeld. Und ich glaube, das kommt manchmal zu kurz, wenn man sich nur noch auf diese einzelnen Biografien kapriziert, sage ich jetzt mal etwas kritisch, ja.
Und ich glaube, man muss vielmehr den Gesamtkontext betrachten und in den Blick nehmen. Und genauso ab 1939, das wurde jetzt mehrfach erwähnt, verwandeln sich die Grundkonstellationen nochmals durch den Beginn des Krieges. Auch ich glaube, das ist wiederum eine ganz wichtige Voraussetzung für diese monströsen Gewaltverbrechen, die wir da erforschen und mit denen wir hier zu tun haben. Jetzt hat Herr Dr. Proske gleich zweimal die Hand gehoben beim Thema Faszination für das Böse und bei dem, was Herr Stöckle jetzt über die Frage gesagt hat, wie bringt einen die Zahl der Biografien, die man dann erforscht, tatsächlich weiter. Ich vermute, Sie wollten zu beidem was sagen, Herr Dr. Proske. Ja, so ist es. Also vielleicht kann ich das sogar verbinden. Zuerst einmal glaube ich, gesagt, etwas, was meiner Meinung nach nicht ganz so zutrifft, weil das eigentlich ja erst das Ergebnis sein muss, wenn wir diese Biografien gesichtet haben, was dabei rauskommt. Also ich verstehe Täter, Helfer, Trittbrettfahrer als Grundlagenforschung. Ich verstehe das so, dass die Meta-Historie dazu später erst gemacht werden wird. Bei den inzwischen über 200 Biografien ist das ja wahrscheinlich auch eine Möglichkeit. Wenn wir im Vorfeld schon sagen, relativ wenig dabei raus, natürlich ist es nicht ganz einfach, im Moment schon das Verbindende insgesamt zu finden. Ich glaube, es gibt schon etwas Verbindendes. Das hat auch zu tun mit dem, was uns in der heutigen Zeit beschäftigt. Ich finde zum Beispiel eine Übereinstimmung, die wir auf einer grundsätzlichen Ebene finden, ist dieses Autoritäre in diesen Biografien. Alle diese Menschen haben eine autoritäre Erziehung durchlaufen, schwarze Pädagogik erlebt. Man muss sich überlegen, was das für eine Rolle spielt. Das will ich jetzt gar nicht weiter werten. Vielleicht noch im Zusammenhang mit den Frauen, von denen vorher die Rede war, die in einem offenbar viel größeren Maße integriert waren, aber eben nicht an führender Stelle und deswegen sind sie auch nicht so sehr in den Blickpunkt geraten. Wir haben jetzt im 11. Band von Täter, Helfer, Trittbrettfahrer in Bayern, im Nordschwäbischen, einen Fall einer Aufseherin, Josefa Keller, die beschreibt, oder wo der Autor beschreibt, wie diese Frau eigentlich zur Aufseherin geworden ist. Und dann stellt sich heraus, das war eine Fabrikarbeiterin, der man einfach ein paar bessere Konditionen geboten hat und plötzlich war sie Aufseherin. Und im Nachhinein hadert sie damit, wie sie da hineingeraten ist. Gleich aber zeigt sich auch, dass sie die vorgegebenen Werte und all das, was der Staat von ihr verlangt, vollkommen erfüllt hat. Und sie hat natürlich mit der Peitsche zugeschlagen und die Leute angetrieben, die arbeiten mussten und so weiter. Also, kurz und gut, ich würde sagen, die Auswertung dessen, was wir in der Täterforschung machen, ist ein nächster Schritt, der später erfolgen muss, aber erst später, weil das Material, das zur Verfügung steht und das, um das es heute geht, was wir heute erforschen können, nachdem die Schutzfristen bei den Archiven aufgegeben worden sind, ist so immens und ist so riesig, dass das erst einmal gemacht werden muss. Das wird meines Erachtens noch Jahrzehnte dauern. Das ist nicht eine Sache, die man schnell machen kann. Und ich glaube auch, es ist eine ganz wichtige, dass an den Universitäten, auch hier im Süden, mehr erkannt wird, dass es ein wichtiges Thema ist. Und dass es bei diesem Thema nicht nur mal eine Bachelor- oder Masterarbeit gibt, sondern dass da auch entsprechende Veranstaltungen stattfinden müssen, um das weiter voranzubringen. Und damit geben Sie mir, Herr Proske, die Gelegenheit, die abschließende Frage für diesen Web-Talk an Frau Rau zu stellen, denn Sie haben ja von späteren Schritten und der Zukunft gesprochen. Frau Rau, was sind für Sie die wichtigsten Punkte in der Zukunft für die Täterforschung, die größten Herausforderungen? Also ich bin etwas optimistischer, was die bisherigen Leistungen der Forschung angeht, als es jetzt in Herrn Bruskes Beitrag zum Ausdruck kam. Ich meine, historische Forschung ist eben nicht durchwegs Mikrohistorie, wie das Täter, Helfer, Trittbrettfahrer betreibt.
sondern zielt darauf ab, die Prozesse und einzelne Akteure zusammenzusehen. Aber was Täterforschung, gerade so wie Sie das organisiert haben, mit einem bewundernswerten Einsatz und einer großen Effizienz leistet, ist, dass ein zivilgesellschaftliches Engagement daraus wird, mehr über den Nationalsozialismus erforschen zu wollen vor Ort. Das finde ich ganz großartig und das würde an seinen Zweck verlieren, wenn das jetzt von den Universitäten übernommen würde. Es gibt universitäre Studien, meine Dissertation ist vorhin erwähnt worden, das ist nur ein Beispiel, die ist schon 1991 im Druck erschienen, also es ist nicht so, dass dazu nichts gemacht wurde. Aber ich möchte noch mal anknüpfen an das, was auch von Herrn Proske vorhin gesagt wurde, ganz wichtig und auch für die politische Bildung hilfreich fände ich die Beleuchtung dieser Täter, wie sie sich nach 1945 aus der Affäre zu ziehen versuchen. Es ist richtig, dass die meistens wieder in der bürgerlichen Sekuritätät ankamen, aus der sie durch die Entnazifizierung und manchmal strafrechtliche Verfolgung kurz vertrieben wurden. Aber sich genau quellengesättigt vor Augen zu führen, wie weit weg von ihrer ideologischen und rassischen Überzeugung, die sie vorher vor sich hergetragen haben, sie plötzlich, wenn sie vor der Autorität eines Gerichts oder einer Spruchkammer stehen, bewegen, das ist sowas von erbärmlich. Und gleichzeitig sich deutlich zu machen, dass dass Europa, aber nicht zuletzt eben Deutschland, bis heute dafür zahlt, was in diesen 12 Jahren an Elend weltweit verursacht wurde. Und dieses Missverhältnis zwischen diesen ideologisch verblendeten Tätern oder Gelegenheitstätern und ihrer Feigheit nach 45 für das einzustehen, für das sie vorher so Feuer und Flamme waren, das finde ich schon sehr erhellend und kann dem Faszinosum durch die Täter völlig entgegenwirken. Also darauf würde ich setzen. Und noch ein letztes Wort zur Sichtbarmachung der Täter. Es ist noch nicht so in die breite Öffentlichkeit gelangt, weil eben auch in vielen Archiven die Akten noch gar nicht gut erschlossen sind. Aber es gibt auch Massen von Opferakten, nämlich die Restitutions- und Entschädigungsakten, wo oft nicht die Opfer als solche, sondern ihre Nachfahren dann als Bittsteller vor die deutsche Bürokratie traten. Und anhand dieser Akten sehr aufwendig zu rekonstruieren, was war das Schicksal derjenigen, die in Deutschland beraubt, enteignet, vertrieben oder ermordet wurden, wie konnten ihre Kinder und Nachfahren überleben, wie ist die deutsche Bürokratie nach 1945 mit diesen Personen umgegangen, in welchen Erdteilen haben die eine neue Existenz gegründet, das ist inzwischen möglich und ich glaube, dass es auch des zivilgesellschaftlichen Engagements wert ist, dass sich da in Zukunft so etwas Ähnliches wie Täterhelfer-Trittbrettfahrer, also nicht nur von der universitären Forschung entspinnt, sondern eben von Laien jetzt im weiteren Sinne, die natürlich historisch gebildet sind, aber die nicht installiert sind auf Lehrstühlen oder an Universitäten. Dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Professor Dr. Cornelia Rau, Herrn Dr. Wolfgang Proske und Thomas Stöckle. Und ich sage Ihnen, die an den Bildschirmen zu Hause diesen Web-Talk verfolgt haben, ganz herzlichen Dank, dass Sie bis jetzt dabei geblieben sind. Ich habe vorher gesagt, wenn es überzogen wird, dann legen Sie das ruhig auf meine Schulter, dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Ich sage Ihnen aber auch, für mich persönlich ist das ein Privileg, nicht wie im Radio sonst an eine Sendelänge gebunden zu sein, sondern bei einem solchen Thema wirklich mal überziehen zu können. Und wir könnten auch natürlich noch länger sprechen, das weiß ich. Die Aufzeichnung dieser Veranstaltung können Sie zu Beginn nächster Woche abrufen. Die Links blenden wir gleich ein. Sie können sie sehen, wenn Sie jetzt auf den Knopf, den blauen Button rechts unten mit der Leinwand und den drei Stativfüßen klicken, dann sehen Sie die Links, unter denen Sie diese Aufzeichnung abrufen können. Vielen Dank, sage ich an Lea Theresa Berg und Andreas Schulz, die dafür gesorgt haben, dass hier alles so wunderbar vorbereitet und durchgeführt wurde.
Und an die Veranstalter verabschieden möchte ich mich, indem wir noch einmal an den Ort zurückkehren, mit dem wir diesen Web-Talk begonnen haben. Das ist der Katalog zur Dauerausstellung, den ich Ihnen sehr ans Herz lege. Ich finde ihn sehr spannend. Und in diesem Katalog findet sich ein Satz von Heinz Hummler, dessen Vater im Hotel Silber gefangen gehalten wurde und der anlässlich der Eröffnung des Hauses sagte, das Vergessen ist eine gefährliche Sache. Es ist die Erlaubnis zur Wiederholung. Vielen Dank, dass Sie heute durch Ihre Aufmerksamkeit mit dazu beigetragen haben, Erinnerungen wachzuhalten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Adieu.